Willkommen zurück bei Sucha 3. Los geht's. Bringen wir es hinter uns. Wir müssen auf den Gipfel. Da finden wir Imlarit. Imlarit, nicht Imrit. Die Bauern in Velen nennen diesen Abend das Fest der Geschenke. Zahlreiche Fußspuren. Hier ist ein Haufen Bauern durchgezogen. Ist das Licht hier gerade von alleine angegangen? Avalach behauptet, dass Imlarits größte Schwäche seine Eitelkeit ist. Eitelkeit? Er will jeden Feind beeindrucken. Der andere, Karantir, soll verschwiegen und pragmatisch sein. Nicht überraschend, immerhin war er Avalachs Schüler. Ich hätte ja sehr gerne ein Spiel, wo man, keine Ahnung, ob das auch so Witcher, weil Ciri ist ja eigentlich kein Hexer. Wo man Ciri spielen kann. Spiel mit Ciri, das wäre mal interessant. Hallo. Nimm die Armbrust. Lass sie doch. Aber sie wollen nur zum Fest. Es gehört sich nicht, sie zu verjagen. Wir sind nicht zum Feiern hier. Wir müssen auf den Berggipfel. Das Tor ist zu. Ihr könnt nicht hindurch. Aber da unten gibt's Feuer und jede Menge zu essen und trinken. Setzt euch dazu. Vielleicht kommen die Herrinnen ja dieses Jahr herunter und zeigen sich uns. Na gut. Danke für die Einladung. Wir setzen uns gerne etwas hin, nicht wahr? Sprich für dich selbst. Kommt mit mir! Och, Ciri, komm schon. Ey. Die Herrinnen des Waldes kommen zu euch? Wenn sie uns wohlgesonnen sind. Mein Vater hat mir erzählt, dass sie einmal hinabkamen, von Feuer zu Feuer gingen und sich die Wünsche und Nöte der Leute anhörten. Darauf warten wir jetzt jedes Jahr. Dann haben sie es wohl schon länger nicht mehr getan. Es hat keinen Sinn zu warten, ob wir so viel Glück haben. Ja, wir müssen irgendwie zum Gipfel. Du hast ein Tor erwähnt und dass wir nicht hindurch können. Nur die Auserwählten dürfen zu den Herrinnen hinauf. Jedes Jahr steigen höchstens 3 junge Kerle und Mädel auf den Berg. Lass mich raten, sie kehren nie zurück. Doch, das tun sie, fröhlich und ausgelassen. Aber nur die wenigsten von ihnen bleiben in Velen. Meist ziehen sie in die Welt hinaus. Dieses Fest, worum geht's da überhaupt? Wieso willst du das wissen, Wanderer? Kein Grund, sich aufzuregen. Der weiße Mann hat den Herrinnen geholfen, wie wir wissen. Hey, wenn der wir uns mit... haben ihnen das ganze Jahr hindurch Geschenke gemacht und heute Nacht schenken sie uns ihren Segen. Ich habe eines eurer Geschenke an die Mumen getroffen. Wimmernd, zu Tode verängstigt und etwa 8 Jahre alt. Bleib ruhig. Wenn er nochmal die Armbrust auf uns richtet. Ihr sagt, die Herrinnen segnen euch. Ja, denn unser Leben geht so. Erst ein Sommer lang Arbeit unter der heißen Sonne, dann regnet's im Herbst und dann bringt der Winter den Tod. Dann kommt der Frühling und alles Tote wird neu geboren. Und von unserem Schweiß und Blut trägt die Eiche ihre Eicheln. Mal wenige, mal eine ganze Handvoll. Und was macht ihr mit den Eicheln? Die Ältesten von Velen halten Rat. Manche wollen sie zermahlen und für eine reiche Ernte auf den Feldern verstreuen. Andere wollen sie einer weisen Frau geben, die Medizin daraus macht. Eine Handvoll verzauberter Eicheln reicht für ganz Velen? Es reicht niemals. Habt ihr das im Hintergrund gesehen? Da lief ein Hirsch. Eure Kinder, warum brauchen die Herrinnen sie? Das wissen wir nicht und wir fragen auch nicht. Ihr wisst es nicht? Dann verrate ich's euch. Verrat uns lieber, was ein Bauer, dessen eigene Kinder hungern, mit einem streunenden Kriegsweisen machen soll.
Ihr seid nicht von hier. Urteilt nicht mit euren Gesetzen über uns. Gut. Ich habe genug gehört. Wir haben noch andere Fragen. Wir sollten gehen. Ihr wollt unbedingt zu den Herrinnen. Ich teile eure Sehnsucht. Wir brennen geradezu darauf. Komm, Geralt. Wir müssen vor Tagesanbruch dort sein. Geht zum Zelt und sprecht mit Thekla. Sie entscheidet, wer würdig ist, vor die Herrinnen zu treten. Was für Kreaturen die Welt unter einem menschlichen Schleier betreten, das weiß niemand. Wir alle benutzen diesen Schleier, wann und wie wir wollen. Ja. Sicher ist es nur... Warte mal, ich kann doch jetzt bestimmt die drei Punkte, die wir haben... Oh, wir haben einen neuen Platz hier. 1, 2, 3... Was hat das hier, habe ich nicht drin? Was ist das? So. Das müsste Jirden sein, ne? Ja. Eigentlich könnten wir mal hier machen Art ein. Ich glaube, wir machen jetzt mal die Zeit. Also wir haben drei Punkte haben wir. Stufe 114, jawohl. Drei Punkte haben wir. Wir machen die beiden erstmal auf 5 hier. Wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinverlust weniger. Ja. Das machen wir. Das machen wir. Was haben wir hier eigentlich noch so Schönes? Oh, das bringt ja auch nur was, wenn wir es da drin haben. Machen wir ihn immer höher. So. Die Eiche wird uns reich beschenken, ja? Ja. Hoffentlich haben wir Großmutter. Hier liegt ein großer Wolf. Schenkt meine innere Gesundheit. Er macht viel Unsinn. Wie haben Sie ausgesehen? Aber er ist ein guter. Schenkt ihm. Guck mal, ein Kind. Nein, ein Göttling. Ich kenne ihn. Er heißt Hansi. Hansi. Das ist ja toll. Du bist zurück. Und du hast ein Mädchen gefunden. Ich bin Hansi. Wir hatten schon das Vergnügen, auch wenn es etwas einseitig war. Ich habe dich laufen sehen, mit dem Rücken zu mir, als ich gerade... Ist eine lange Geschichte. Nenn mich Ciri. Schön, dich kennenzulernen. Wie steht's, Hansi? Alles bestens. Keine Beschwerden. Was führt dich hierher? Andersrum, was machst du hier? Was machst du hier? Das letzte Mal waren du und die Mumen nicht gerade Freunde. Ich habe eine Einladung bekommen, die ich nicht ablehnen konnte, wie jedes Jahr. Auf ihre eigene Art respektieren die Mumen mich und wollen mich beim Sabbat dabei haben. Also gehe ich hin, bin dabei und gehe bei Sonnenaufgang wieder nach Hause. Und ihr? Wir wollen auf den Berg. Kannst du uns helfen? Ich würde euch eher davon abraten, aber das wäre wohl vergeblich. Das Mädchen, ist sie genauso stur wie du? Sogar noch sturer. Hab ich mir schon gedacht. Der Weg zum Gipfel beginnt gleich hinter dem Tor da. Aber nur die alte Thekla hat den Schlüssel. Und da ihr den nicht kriegt, könnt ihr genauso gut umkehren. Aha. Wir suchen einen Elfen namens Imlirit. Ciri meint, er könnte ein Gast der Mumen sein. Ein großer Kerl in Plattenrüstung? Da seid ihr auf dem richtigen Weg. Er ist auf den Berg rauf. Du hast ihn gesehen? Zuerst im Sumpf. Unter den Hufen seines Pferdes ist das Wasser gefroren. Und dann gestern nochmal, als er den Weg hochritt. Warum sucht ihr ihn?
Er hat meinen Freund getötet. Bei dem würde ich auf Rache verzichten. Selbst die Herrinnen kriechen vor ihm im Staub. Der Schlüssel. Warum glaubst du nicht, dass wir ihn kriegen? Herrje, ihr seid ja schlimmer als Kinder. 3 Seelen werden auf den Berg gelassen. Und zwar nur stramme Burschen oder holde Mädel. Sie bekommen den Schlüssel, öffnen das Tor und treffen die Herrinnen. Dann wäre ich also dabei. Aber er ist alt und hässlich. Was kann er denn? Verlorene Stimmen wiederfinden zum Beispiel. Dann finde die Stimme der Vernunft. Sie wird euch raten, umzukehren. Ihr könnt die Herrinnen nicht täuschen. Wir müssen zum Gipfel. Ganz einfach. Dann müsst ihr Thekla überreden. Sie ist zwar blind wie ein Maulwurf, aber sie ist nicht dumm. Wir wollen sie nicht hereinlegen. Ihr findet sie in dem Zelt da drüben. Ich wünsche euch Glück und hoffe, wir sehen uns wieder. Irgendwann. Der Mond geht auf. Oh nee, bitte Eule nicht. Auch halt die Klappe. Oh Mann. Eines Tages können wir uns richtig satt essen. Aber wir. Es klart auf. Wer ist da? Nun komm, komm näher, Mädchen. Ja, was ist das für eine? Schmale Taille, funkelnde Augen. Ein hübsches, lebhaftes Mädel. Hattest du schon mal einen Mann? Vergiss es, ich kenne die Antwort. Ich wähle dich, Mädchen. In dieser Nacht wirst du die Herrinnen sehen. Ciri? Wunderbar. Wer würde nicht die Herrinnen sehen wollen? Mein Begleiter kommt mit mir. Was hat die Katze denn da eingeschleppt? Er ist grauhaarig und aderig, voll mit Narben und hat Augen wie eine Viper. Ja, stinkt nach geronnenem Blut und nach Leichen und ist alt und unfruchtbar. Ich weise dich zurück, Sonderling. Das Mädchen geht allein. Was soll das? Wofür hast du sie ausgewählt? Sag's ihm. Jedes Jahr haben 3 Auserwählte die Ehre, die Herrinnen zu sehen. Und was passiert, nachdem sie diese Ehre hatten? Wenn sie zurückkehren, sprechen sie nicht mehr über Vergangenes. Die Freude beherrscht sie und sie fangen ein neues Leben an. Das Mädchen war nicht die erste, die heute ausgewählt wurde. Aber der Mond steht hoch, also ist sie wohl die letzte. Du schätzt mich falsch ein. Ich bin würdig. Mädel? Er ist flinker als jeder Jüngere. Und er riecht nach Tod, weil er Monster jagt. Und er tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Ey, vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht ist doch noch Leben in ihm. Laut dem alten Ritus kannst du mein Urteil anfechten. Aber dazu musst du eine Prüfung bestehen. Was denn für eine? Was ist das für eine Prüfung? Sag's ihm. Du musst in die Höhle hinabsteigen und in den Wassern unter der Erde baden. Und wo ist der Haken? Die Wasser sind tief. Die Wasser sind trüb. Na gut. Ich stelle mich der Prüfung. Komm. Du bist blind, pass auf, dass du nicht stolperst. Das war nicht so gemeint. Lass euch reinspringen. Du musst sie finden. Eine Münze aus alter Zeit. Falka prangt auf ihrer Rückseite. Daher wird sie Oren der Verächterin genannt. Und jetzt bring mir die Münze. Okay.
Scheiße, wieso habe ich keine Armbrust? Ah. Ist ja nicht so, dass du die Münze hier hat fallen lassen. Wieso ist die jetzt also da irgendwo hier hinten gelandet? Da ist sie. Ah, die kleben unter der Decke, lustig. So, hier ist eine Münze. Verdammt. Was war das? Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ach, alles gut. Komm, holen wir den Schlüssel. Was ist los? Sie sind zurück. Was wollt ihr? Ich bin neugierig. Was ist auf dem Gipfel? Sag's ihm. Dort leben die Herrinnen. Aber nur die Auserwählten dürfen sie zu Gesicht bekommen. Das weiß ich. Ich will... Mehr wirst du hier nicht erfahren. Ja. Ich habe die Münze, die du in den See geworfen hast. Sie riecht vermodert. Da kann ich nichts machen. Also, hältst du Wort? Das tue ich immer, mein Junge. Zeig die Münze dem Torwächter. Er weiß, was das bedeutet. Marika, mach dir das Tor auf. Geht jetzt. Na also, warum denn nicht gleich so, meine Güte? Du musstest ja nicht in dieser Höhle rumtauchen. Hör auf zu jammern. Du bist ein Hexer. Du hast schon in drüberen Gewässern getaucht. Ja, ich muss dir mal von dieser Zeugeljagd erzählen. Wohin deswegs? Die sind prächtig. Den habe ich schon mal gesehen. Los, geh mal ein bisschen schneller. Speichern, so. Oh. Danke. Wo ist Ciri da? Gut. Ab Marsch. Ja. Fünf. Huch. Wie heißt du, Mädchen? Und du? Dein Name spielt keine Rolle. Auf dem Gipfel verlierst du ihn und bekommst einen neuen. Du kannst gehen. Und du? Ich habe die Prüfung bestanden. Hier ist der Beweis. Erkennst du das? Der Orden der Verächterin. Ein Todesurteil. Den dicken Rücken. Ha! Ziemlich harter Kerl. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich suche Imlerit, du die Mumen. Avalach sagte, sie leben unter der Eiche, zwischen den Wurzeln. Auf keinen Fall. Ich suche Imlerit. Na gut, spielen wir drum. Schnick, schnack, schnuck. Ah! Verdammt, wir spielen nochmal.
Auf gar keinen Fall. Ich steig auf den Gipfel. Du beschäftigst die Mumen. Kaum eine Herausforderung. Sie sind sehr gefährlich. Sei vorsichtig. Du auch. Ich muss da runter. Ey, wir können als Ciri spielen. Sehr schön. Immer wieder schön. Moment, da kann ich was untersuchen. Ach Mist. Ich muss wohl springen. Ach du Scheiße. Okay. Angekommen. Seht ihr eigentlich genug? Hab jetzt keine Katze oder sowas, die ich benutzen kann. Oder? Oh. Ach, Ciri hat hier... Wie kann ich das ändern? Gar nicht, ja? Okay. Nein. Das sind die Mumen? Okay, jetzt glaube ich. Er lebte ein Leben der Liebe und kannte keine Bitterkeit. Oh Mann. Lecker. Oh shit. Und schon sind sie wieder hässlich. Willkommen, Kind vom älteren Blut. Wir wussten, du würdest zurückkehren. Dein Geschmack liegt noch auf unseren Zungen. Genug geschwätzt. Böses! Böses Mädchen! Erstmal die Dicke. Aua. Ach ja. Oh, die Haut. Wow.
Böses, böses Mädchen! Aua! Ah! Du stirbst, Todnacht! Böses, böses Mädchen! Schild, wir sind gleich wirklich stört. Hier und jetzt. Ja, was mit der Jung geklaut? Jetzt ist bestimmt auf dem Gipfel. Was ist eigentlich die Zeit? Na. Okay, ich würde mal sagen, wir werden für heute hier Schluss machen, damit wir am nächsten Mal schön auf den Gipfel marschieren können und diesen Idioten da vernichten können. Hoffentlich. Schauen wir mal. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ich sage erstmal bis dahin und ciao.